So, falls ihr euch mal fragt, was wir machen, wenn wir nicht gerade mit dem Bus unterwegs sind. Wir laufen durch den Wald unserer schönen Heimat. Hier genießen wir gerade die Aussicht auf den Flugplatz Eisernhardt. Ja, könnt ihr da unten könnt ihr sehen, da ist der Flugplatz. Hauptsache der qualmt. Die sind gerade ein bisschen am Grillen da unten. Und ansonsten haben wir hier, oh mein Gott, wir sind nicht mit dem Van unterwegs, sorry. Haben wir hier unseren Wald. Wie ein Wald halt so aussieht. Ja, wie so ein Wald halt so ist. Ja, wir drehen jetzt mal ein paar Meter und haben uns gedacht, wenn wir schon nicht mit dem Van unterwegs sind, dann nehmen wir euch wenigstens hier mal ein bisschen mit und zeigen euch mal unser schönes Siegerland. Also, bleibt dabei. Bis später. Ciao. Hier sind wir jetzt. Jetzt gucken wir uns noch kurz den Turm an. Das ist der alte Fernsehturm. Hier, Funkturm. So, Punkt 20. Ist ja hier. Schachtsumpf 788 Meter Täufer. Das ist so der tiefste Punkt, der hier gefunden wurde. Das Problem ist hier im Siegerland, dass man gar nicht weiß, wie tief alle Stollen sind. Wo die alle sind vor allem. Und daher ist es hier schon hochinteressant. So, der Verein für Bergbau im Siegerland hat hier überall diese Schilder aufgehangen. Hat auch ein paar Ecken, wo man sich hier noch so alte Schächte und so ausgebaut sind, wo du mal gucken kannst. Ist schon hochinteressant, macht schon Bock hier oben. Schöne Ecke. Wir wohnen auf einem Schweizer Käse. Thank you.
ihr Lieben, wir sind jetzt beim Fernsehturm angekommen. Das Schöne am Winter, es wird früher dunkel. Das Schlechte am Winter, es wird früher dunkel. Ich hoffe, man kann uns so noch gut sehen. Aber ich denke, oder? Müsste reichen. Ja. Ja, wir wollten noch mal unsere neue Kamera ausprobieren. Ja. Und wir haben jetzt auch ein Mikro, damit ihr uns auch hören könnt, ohne dass die Vegos dabei sind. Das war so unsere kleine Mikrorunde hier durch den Eisernharder Wald. Eisernharder Wald? Eisernharder Wald, nein? Keine Ahnung. Na ja, weiß ich auch nicht. Ja, durch den schönen Wald. Durch den UFO-Wald. UFO-Wald. Ja, wir hoffen, dass euch auch diese kleine Rubrik gefallen hat. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da, würden wir uns mega drüber freuen. Am besten beides. Am allerbesten beides, klar. Ja, wir stiefeln jetzt mal ganz genüsslich zurück zum Auto. Ja, genießen hier noch ein bisschen den Wald mit dem Hündchen. Hündchen bleibt schon wieder stehen, Hündchen muss gucken. Ohne Blinker, ohne gar nichts. Einfach so hält die an, das gibt's nicht. Ganz schlimme Geschichte. Und dann sagen wir einfach, bis zum nächsten Mal. Ciao.